Wir sind hier in Berlin Westend, einige Meter vom Spandauer Damm entfernt. Man muss also ein bisschen in die Anlage reingehen. Dauert vielleicht so knapp 10 Minuten zu Fuß. Dafür sind wir mitten im Grünen. Man hört die Stadt nicht mehr. Man ist eigentlich weg von der Stadt in einer Tennisidylle. Wir haben insgesamt 3 Sandplätze, die wir vom April bis Oktober, November je nach Wetterlage bespielen können. Wir haben ein kleines Clubhaus dazu mit sanitären Anlage, mit einer Küche, wo man schön kochen kann. Wir haben eine schöne Terrasse, die im Sommer für Grillfeste genutzt wird. Wir haben rund 120 Mitglieder, das ist aber eher wenig für die 3 Plätze. Also wir können durchaus noch Mitglieder vertragen, ohne dass es hier zu großen Wartezeiten kommt. Der Spielbetrieb ist im Wesentlichen vormittags konzentriert, zwischen 10 und 12. Und dann am Nachmittag, wenn Büroschluss ist, ab 17, 18 Uhr. Das verteilt sich eigentlich gut über den Tag hinaus. Wir haben die Tennisschule Zapf, also Harald Zapf ist unser Trainer, schon seit langen Jahren. Er kommt aus Bayern und ist aber in Berlin ansässig. Der gibt hier Unterricht, trainiert die Jugend, trainiert aber auch die Mannschaften, sowohl die Damen- als auch die Herrenmannschaften. 11, 12, so ist gut. Auf dem wir wechseln, auf 1, eine. Ja, also das ist die ursprüngliche Betriebssportanlage vom SFB, heute RBB. Ist aber inzwischen offen für nicht nur RBB-Mitarbeiter, sondern für Leute, die Freude haben am Tennisspielen. Oh, wo hat der den denn hergeholt? Der war aus.